Die Hobbys von zivilisierten Menschen sind selten gefährlich. Es sind harmlose Beschäftigungen, denen man nach der Arbeit nachgeht. Sinnvolle oder gesunde Tätigkeiten sowie Sport. Auch ich habe ein Hobby. Meines ist Schwimmen. Eine sinnvolle Beschäftigung. Denn beim Schwimmen werden alle Muskeln gleichmäßig trainiert. Und wenn mich jemand fragt, was ist dein Hobby? Und ich sage Schwimmen, dann sagen sie großartig. Ein großartiges Hobby. Ich habe gehört, beim Schwimmen werden alle Muskeln gleichmäßig trainiert, wie beim Klettern. Schwimmen war schon immer mein Hobby. Ich erinnere mich nicht, wie es dazu gekommen ist oder wer mein Hobby für mich gewählt hat, aber es kam dazu, dass mein Hobby Schwimmen ist. Ich gehe diesem Hobby gewissenhaft und regelmäßig nach, denn nur so ist es ein richtiges Hobby. Ich beherrsche die wichtigsten Schwimmarten, namentlich das Brustschwimmen, das Schmetterlingsschwimmen, das Rückenschwimmen und das Lagenschwimmen. Ich habe verschiedene Kurse besucht, um meinen Schwimmstil zu verbessern, denn nur so macht ein Hobby Spaß. Ich bin ein guter Schwimmer. Es gibt bessere Schwimmer als mich, aber das macht nichts. Bei einem Hobby ist es nicht wichtig, der Beste zu sein. Bei einem Hobby geht es darum, Spaß zu haben. Ich weiß nicht genau, wie viel Spaß ein Hobby machen muss, aber ich gehe davon aus, dass meine Begeisterung für das Schwimmen etwa der Begeisterung entspricht, die ein durchschnittlich zivilisierter Mensch für sein Hobby empfindet. Außerdem sollte die Begeisterungsfähigkeit eines Menschen nicht von einem einzigen Hobby konsumiert werden, sondern sich auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren, wie zum Beispiel Arbeit. Mir war nie ganz klar, warum man ein Hobby braucht. Aber alle haben eines, also auch ich. Es gibt bestimmt einen guten Grund, warum man nach der Arbeit einem regelmäßigen Hobby nachgehen sollte. Um ehrlich zu sein, ich mochte Schwimmen nie besonders gerne. Aber seien wir uns ehrlich, man gewöhnt sich an sein Hobby wie an alles andere und ich kann nicht behaupten, dass es mir jemals unangenehm gewesen wäre zu schwimmen. Außerdem ist es ein solides Hobby, in dem es absolut nichts auszusetzen gibt. Natürlich hätte ich das Hobby wechseln können. Ich hätte zum Beispiel noch einmal neu anfangen können, um ein paar Tenniskurse zu besuchen. Aber hätte das einen Unterschied gemacht? Ein Hobby sollte nichts sein, worüber man viel nachdenken muss. Im Gegenteil. Es sollte eine einfache, ermüdende Tätigkeit sein, damit man in der Nacht gut schläft. Schwimmen macht sehr müde, ein weiterer Vorteil dieses Hobbys. Nach der Arbeit und der Ausübung meines Hobbys bin ich müde und gehe gleich schlafen. Ich schlafe gut, ein sehr gutes Zeichen. Natürlich gibt es Ausnahmen. Seit kurzem wache ich nachts schweißgebadet auf. Habe ich gesagt, schweißgebadet? Das ist übertrieben. Ich schlafe vielleicht etwas unruhiger als sonst, kaum der Rede wert. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich mein Hobby momentan, vorübergehend, nicht ausüben kann. Der Grund dafür ist die Schließung des Schwimmbads, eine kleine Anlage mit zwei Hallenbecken, zu dem ich nach der Arbeit regelmäßig gefahren bin, um zu schwimmen. Nicht nur dieses Schwimmbad, auch alle anderen Schwimmbäder der Stadt wurden geschlossen. Und nicht nur die Schwimmbäder dieser Stadt, auch die Schwimmbäder anderer Städte, weltweit. Nicht nur die Schwimmbäder sind von den weltweiten Schließungen betroffen, sondern auch die Kletterhallen, die Musikschulen und die Tennisplätze. Es ist unbekannt, wie lange diese Schließungen andauern werden. Aber es hat wichtige Gründe. Man sagt, alle Maßnahmen wurden zum Schutz unserer Zivilisation getroffen. Seit die Schwimmbäder und Sporthallen unserer Stadt geschlossen sind, gibt es nach der Arbeit nicht viele Möglichkeiten, sich zivilisiert zu beschäftigen. Ich habe mich immer gerne zivilisiert beschäftigt. Ich kann nur vorübergehend mein Hobby nicht ausüben. Ich habe seit neuestem nach der Arbeit einige Stunden frei. Die Leute fragen einen jetzt, und? Vermisst du dein Hobby schon? Und ich sage ihnen ja, denn ich liebe es. Aber das ist gelogen. Ich vermisse mein Hobby nicht wirklich. Und ich habe so eine Ahnung, dass auch vereinzelt andere Leute ihre Hobbys nicht vermissen. Wer weiß. Ich habe neben meinem Hobby noch ein zweites Interesse. Es ist nur eine Albernheit und nicht zu vergleichen mit einem richtigen Hobby wie Sport. Ich interessiere mich für Sportmägen. Nicht in Natura, nur in Magazinen.
natürlich. Ich schneide sie aus und hefte sie an die Wand. Das ist zugegebenermaßen eine alberne Beschäftigung, aber völlig harmlos. Und ich würde nicht sagen, dass mein Interesse für Sportwägen das Wichtigste in meinem Leben ist. Seit den Schließungen habe ich nach der Arbeit also einige Stunden frei. Das ist kein Problem. Ein zivilisierter Mensch kann sich ohne Probleme ein paar Stunden frei beschäftigen, ohne dass gleich ein Unglück passiert. Nach der Arbeit gehe ich jetzt am geschlossenen Schwimmbad vorbei. Es wird erst in einigen Wochen wieder aufsperren. Ich bleibe kurz stehen und denke an mein Hobby. Auch andere Menschen sieht man jetzt vor den geschlossenen Tennishallen und Sportplätzen stehen und an ihre Hobbys denken. Heute bin ich am Schwimmbad vorbeigegangen, ohne an mein Hobby zu denken. Ich bin nicht einmal stehen geblieben. Ich hänge einfach nicht so an meinem Hobby wie andere Menschen. Ich bin einige Straßen weitergegangen. Die Straßen sind viel leerer seit den Schließungen. Ich habe überlegt, was ich mit meiner freien Zeit anfangen könnte. Es ist mir nicht gleich eingefallen. Ein zivilisierter Mensch mit Arbeit und Hobby ist das schließlich nicht gewöhnt. Dann habe ich mir einen Sportwagen ausgeliehen. Einen Sportwagen. Warum auch nicht? Daran finde ich nichts bedenklich. Ein Sportwagen ist ja auch nur ein Sportwagen, das heißt ein Auto. Ich wollte schon immer wissen, wie sich ein echter Sportwagen anfühlt. Man kann das einmal ausprobieren. Ich bin schließlich erwachsen. Es spricht nichts dagegen, sich einen Sportwagen auszuleihen, wenn man als zivilisierter Erwachsener darauf Lust hat. Nur zum Spaß, nach der Arbeit. Seit den Schließungen leihe ich mir nach der Arbeit einen Sportwagen aus und fahre durch die Stadt. Während ich fahre, höre ich Musik. An der Tankstelle tanke ich und kaufe Zigaretten. Ich mag Zigaretten. Es ist nur eine Ausnahme. Ich habe lange nicht geraucht. Wenn man als Hobby einen Sport wie Schwimmen hat, sollte man nicht rauchen, wegen der Ausdauer. Ich bemühe mich, schnell zu fahren, denn es ist immerhin ein Sportwagen. Wenn ich schnell fahre, habe ich den Sportwagen nicht zu 100% unter Kontrolle. Das ist nicht meine Schuld. Ich hatte niemals die Gelegenheit zu lernen, wie man mit einem echten Sportwagen umgeht. Aber es geht auch so. Es ist ein interessantes Gefühl, den Sportwagen nicht zu 100% unter Kontrolle zu haben. Schwer zu beschreiben, wie ein Rausch. Wenn ich sage Rausch, dann meine ich den Rausch der Geschwindigkeit. Ich käme nie auf den Gedanken, am Steuer eines Sportwagens Alkohol zu trinken. Manchmal habe ich am Abend noch nicht genug und fahre nachts. Warum auch nicht? Daran finde ich nichts bedenklich. Warum sollte ein zivilisierter Erwachsener nachts keinen Sportwagen fahren dürfen? Gestern Nacht habe ich etwas über den Haufen gefahren. Nichts Großes. Kein Mensch. Es ist ein interessantes Gefühl, etwas über den Haufen zu fahren, schwer zu beschreiben. Ich habe mir nicht den Kopf darüber zerbrochen. Es gibt jetzt andere Dinge, die mich beschäftigen. Ich glaube, auf den Straßen sind mehr Sportwägen unterwegs als früher, oder bilde ich mir das ein? Nein. Ich denke, es sind jetzt mehr Sportwägen unterwegs. Zuerst war ich deswegen eingeschüchtert. Dann habe ich gesehen, die anderen Fahrer haben ihre Sportwägen auch nicht zu 100% unter Kontrolle. Es sind Anfänger, so wie ich. Ich kenne jetzt die wichtigsten Manöver. Abhängmanöver, Überholmanöver, Umkehrmanöver. Ich versuche zu lernen, wie man Manöver fährt. Ich denke, ich habe eine natürliche Begabung. Auf den Straßen sind jetzt außerdem mehr Streifenwägen unterwegs. Ich glaube, das ist keine Einbildung. Manche Streifenwägen haben Blaulicht. Ich versuche, sie abzuhängen. Mein liebstes Manöver ist Überholen. Am Anfang war ich noch unsicher. Jetzt überhole ich fast alles. Der Vorteil bei einem Sportwagen ist, dass man riskant überholen kann. Ich überhole Linienbusse und Dienstwägen. Ich überhole sie riskant.
Riskant ist noch nicht gefährlich. Gefährlich wäre etwas anders. Ich überhole alle, die nicht riskant überholen. Das sind Feiglinge. Ich überhole alle Feiglinge. Ich überhole Streifenwagen. Ein Sportwagen beschleunigt schneller als ein Streifenwagen, von 0 auf 100 in 4 Sekunden. Es ist jetzt mehr los auf den Straßen. Man muss aufpassen. Die Menschen, die vor den geschlossenen Sporthallen gestanden sind, haben aufgehört, an ihre Hobbys zu denken. Sie laufen in großen Gruppen durch die Stadt. Manchmal geht ein Streifenwagen in Flammen auf. Ich habe mir einen eigenen Sportwagen gekauft. Er ist rot und schnittig. Ich kann ihn mir eigentlich nicht leisten. Ich gehe nicht mehr zur Arbeit. Ich trinke Alkohol am Steuer. Warum sollte ein zivilisierter Erwachsener keinen Alkohol am Steuer trinken, wenn er darauf Lust hat? Ich überhole andere Sportwägen. Wir fahren um die Wette. Heute bin ich an meinem alten Schwimmbad vorbeigefahren. Es hat wieder geöffnet.